Jo Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Moin moin. Wir haben da heute einen wunderschönen M440i als Grand Coupé G26. Komplett Stock. Komplett Stock. Fahrzeug sieht aber schon sehr gut aus, optisch muss ich sagen. Auf jeden Fall, ne? Gute Konfiguration hier. Schwarz Metallic, schöne Felgen, die roten Bremsbacken. Das sieht doch auf jeden Fall nice aus. Ja. Grand Coupé auch auf jeden Fall seltener und von innen schön Carbon-Interieur, hier die Sitze, also ich finde eine gute Zusammenstellung. Ja, auf jeden Fall, gute Basis. Das Heck sieht auch, also damit kann man arbeiten, sagen wir mal so. Das Fahrzeug kriegt heute H&R Federn, ohne Gewinde, passende Spurplatten. Fahrzeug ist auch X-Drive. Das wollte ich gerade fragen, genau, X-Drive. Ne? Mhm. Die Acra-Anlage ist bestellt, aber wie ihr sicherlich wisst, wir hatten ja schon mal vor kurzem meinen M440 hier, wo wir auch das Video zugedreht hatten und gesagt haben, dass die Acra bald eintrifft. Die ist leider immer noch nicht da. Mhm. Wir warten. Warum dauert das so lange? A, Akrapovic hat massive Lieferprobleme aktuell, wie alle anderen Hersteller auch. Ja. Es ist einfach so, wir sitzen halt an der Quelle, wir wissen das halt. Ja. Und es ist bei allen Herstellern so, nicht nur Abgasanlage, Fahrwerk, Socken, egal. Alles, ja. Alles. Bei der Akrapovic für den ist halt einmal die Lieferzeit das Problem und zweitens, es gibt ja eine neue Abgasnorm. Da hat sich ein bisschen was geändert und deswegen muss das alles wieder neu getüft werden. Mhm. Das verzögert sich dann alles nochmal, ne? Ja, klar. Wie dem auch sei, wenn die neue Acra da ist, dann kriegt er hier die Acra Slip-On aus Titan. Mhm. Was natürlich geil ist, ist wie beim M340, dass wir dann nicht mehr hinten diese zwei trapezförmige Endrohrblenden haben, sondern wirklich vier Stück. Ah, schön. Ne? Top. Und, aber heute Federn, Spurplatten, Downpipe sogar. HJS Downpipe. Mit Zulassung, beziehungsweise diesen Motor gibt es ja im M340, im Z4, im Supra, ne? Ja. Da gibt es ja einige Fahrzeuge, wo der Motor verbaut ist, wo die Downpipe auch die Zulassung für hat. Im M440 noch nicht, dieser Nachtrag wurde schon gemacht von der Firma HJS, wird jetzt bald durchgehen. Und dann ist die zugelassen. Okay. Ja? Ja, ein langwieriger Prozess. Ja, wie langwidrig. Immer. Wie immer. Wie immer. Ne? Ne? Auf jeden Fall Raketenforschung, wie immer. Haben wir doch ein rundes Paket. Ja. Federn, Spurplatten, Downpipe, Sportlerfilter. Ja, Soundcheck, Stock habt ihr. Schöner MP40i. Sound ist jetzt hier leider ein bisschen mau. Stock. Aber definitiv besser als die alten Modelle von B58 mit OPF. Das hört sich definitiv kerniger an. Mit OPF ist das hier schon nochmal eine Verbesserung auf jeden Fall. Ist das so, ja? Auf jeden Fall. Weil er hat jetzt noch eine neuere Abgasnorm, ne? Ja. Deswegen würde ich das jetzt so nicht unterschreiben, wie du das sagst. Also vom Klang, wie es mir so ins Ohr kommt, schon. Okay. Vielleicht nicht von der Lautstärke, aber der Klang. Ne? Okay. Dieses, die Klangart vielleicht. Genau, also. Genau. Okay. Ja. Also ich finde, zu diesem schönen Fahrzeug, der ja auch sportlich aussieht und der auch ordentlich was kann von den Fahrwerten her, passt der Sound nicht. Der Sound müsste ein bisschen knackiger sein. Das unterschreibe ich. Und deswegen geht es jetzt gleich zur Sache. Und das Fahrzeug hier machen wir zum Monster. Der kriegt volles Programm. Ich bin gespannt. Noch ist er ja komplett Stock hier. Ne, ist noch gar nichts gemacht. Schauen wir mal, wie er gleich aussieht. So, das war jetzt der Stock-Soundcheck. Ich würde sagen, wir machen weiter. Alles klar. But I know it's
not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. So, kommen wir zu den Teilen. Wir haben hier die H&R-Federn ohne Gewinde. Tieferlegung ca. 30 mm plus minus 5 mm bei X-Drive. Ne? Hier ist der Pipercross Sportluftfilter. Mhm. Und hier ist die Downpipe. Das Herzstück. Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Passt auch für viele andere Modelle. Ja. Z4, G29 mit dem M40i Motor oder M340i. Ist 300er Zellencut, ne? 300er Zellencut mit ECE-Zulassung für Fahrzeuge mit OPF, wie man hieran erkennen kann. Darf ich schon mal da reingucken eigentlich? Das gerne machen. Dann will ich ja auch keinen Schmut erzählen. Ne? 300 Zellen, legal. Das ist die Downpipe. Ansonsten haben wir hier noch die Spurplatten und die passenden Schrauben dazu. Mhm. Und somit haben wir hier schon... Ja, das Paket ist für einen Start. Da würde ich mich freuen, wenn ich hier hinkommen würde. Ja. Und würde sagen, boah, das kommt jetzt alles in mein Fahrzeug rein. Ja. Ich würde mich freuen, sag ich dir ehrlich. Hier einmal an H&R, Pipercross und auch an HJS, die uns immer schnell mit dem ganzen guten Zeug hier versorgen. Auf jeden Fall. Und Grüße gehen auch raus an euch, die immer die Videos gucken, die immer nachfragen, wann kommt das, wann kommt das. Freut uns, dass die Videos gut ankommen. Definitiv. Wir werden weiterhin versuchen, gute und viele Videos für euch rauszuhauen. Hier los? So, wir haben jetzt hier den Cut, den Seriencut, und das Ding ist auf jeden Fall massiv. Massiv? Kann man hier schon sehen, ne? Doch, das ist schon. Und deswegen werden wir gleich schon einen guten Sound haben. Dann packt ein Kind zur Welt. Guck dir das Ding mal an. Seriencut ist raus. Ist auf jeden Fall ein Mordsteil. Wirklich. Also das ist schon... Ordentlich. Das ist schon wirklich ordentlich. Da steckt die Umwelt drin. Vielleicht weiß einer von euch, was für ein Cut da drin ist. 400er Zellen, denke ich mal, wahrscheinlich. Okay, keine Ahnung. Da gibt es ja jede Menge Experten. Ja, belehrt uns doch mal bitte. Genau. Dankeschön. Also ich denke mal, der ist schon mindestens 400, ne? Vielleicht 500, weiß ich nicht. Können wir da mal reinhalten? Ist das schon ein größerer Unterschied? Der ist kalt. Zollstock als kleiner Hinweis, so, damit ihr mal so wisst, wie groß das ist. Kleiner Größenvergleich. Ist schon auf jeden Fall ein ordentliches Mordsteil hier. Ja. Oh ja. Das ist der Turbo, Turboauslass. Und ich denke, dass das jetzt erstmal viel besser reinpassen wird, weil die Downpipe natürlich kleiner dimensioniert ist. Ja, da werden wir soundtechnisch schon Spaß haben. Da bin ich mir sicher. Denke ich auch. Ne, in Verbindung mit dem Pipercross Sportluftfilter. Das macht doch Spaß, oder? Ich würde aber auch noch mal gerne in die Wassermelone reinschauen. Ja, können wir machen. So. Das ist schon ordentlich hier. Hopp. So. Mhm.
Ja, kann man schon so sagen. Aber man riecht direkt, da ist mehr Durchlass an Sprit. Das riecht mehr nach Sportcut. Es wird jetzt am Anfang auf jeden Fall allgemein noch ein bisschen riechen. Ja. Das muss man so sagen. Aber man konnte ja schon optisch sehen, das ist ein Riesenunterschied. Ja, safe. Und natürlich ist der Kalschat jetzt nichts Extremes. Minimaler Unterschied. Jetzt hat die Klappe sich bewegt. Ja. Und ich mache jetzt erstmal eine Probefahrt. Genau. Und dann machen wir einen Soundcheck. Und dann zeigen wir euch das Ergebnis von der Tieferlegung. Genau. Ne? Genau. Das sieht schon recht sportlich aus, muss man schon sagen. So, Zeiten messen konnten wir leider nicht. Ich bin zwar gefahren, aber ich sag ganz ehrlich, Draghi hat ja schon seit einem Monat oder so ganz... Die haben auch Probleme. Ja. Mein Gott. Deren Satelliten, da steht dann einfach No Sets. Man soll es resetten, habe ich jetzt 10 Mal hintereinander gemacht, ungelogen. Schade. Schade, ich hätte gerne Zeit. Hättest du mal gezählt? Warte. Lass mal hier. So, aber Optik ist auf jeden Fall brutal. Also ich sag dir ehrlich, boah. Und Sound ist auch gut, jetzt brabbelt der auch schön, ne? Jetzt haben wir so leichte Burbles, ne? Wollen wir mal hören? Ja, gerne. Das sieht doch definitiv jetzt viel besser aus. Also das hilft sehr viel tiefer legen bei dem Fahrzeug. Ne? Ja. Ja, hast du das von außen schon gesehen? Was sagst du dazu? Das sieht sehr gut aus. Ich habe das gesehen, ja klar. Hammer, ne? Und von innen kann ich sagen, während der Fahrt, also die Schubabschaltung ist leider im Stand überhaupt nicht vorhanden. Minimal. Aber während der Fahrt, ich hoffe, dass man das hören kann, ja, raushören kann, dass... ein bisschen hier und da mal, ja, ne? Genau. Und das auch nur für eine Downpipe, ne? Ja, ja. Wenn wir da zum Beispiel noch eine Abgasanlage drauf montieren, die auch bald kommen wird. Und das auch noch im legalen Bereich. Richtig. Unfassbar. Absolut legal, ne? Also Leute, alles legal. Wir machen jetzt mal einen Soundcheck, würde ich sagen. Ja. Ja, ich hoffe, der Soundcheck hat euch gefallen. Mir hat er gefallen. Ich würde sagen, das kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Downpipe, Sportluftfilter. Ja. Wenn jetzt noch die Abgasanlage kommt, dann... Ansauggeräusch von vorne. Ob man es hört, weiß ich jetzt wieder nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall definitiv wahrgenommen. Also ihr hört ja, ob das im Video so gut das übertragen ist wird. So, präsent. Ne? Und das nur mit dem Sportluftfilter. Also. Genau. Ja, haben wir den hier gut verarztet, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Der Kunde freut Federn sich. Federn sehen auch gut aus, ne? Ja. Gerade genau richtig für X-Ride, jetzt haben wir die richtige Höhe. Richtig. Und somit kommen wir dann auch schon zum Ende des Videos, würde ich sagen. Ja. Ein weiterer B58-Umbau. Dieses Video werdet ihr finden in der Playlist B58. Wir haben viele weitere B58-Videos online. Genau. Gerne den Channel abonnieren, gratis, kostenlos und gratis. Also wir hauen noch weitere Videos raus. Vielen Dank, gerne einen Kommentar, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.